Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Mainz-Karriere. Und ja, wenn ich mich in meinen Plan nicht verschaut habe, dann müsste das hier die letzte Folge sein vor Weihnachten. Die müsste hier am 23. online kommen, diese Folge, laut meinem Plan. Und ja, zu Beginn dieser Folge spielen wir gegen den FC Bayern im DFB-Pokal. Mal gucken, ob die uns hier ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen können und ob wir dann ja in die nächste Runde einziehen können. Aber gegen Bayern, ja, droht uns vermutlich schon das Aus im Pokal. Also mich würde es nicht überraschen, wenn das hier unser letztes Pokalspiel war für dieses Jahr. Jetzt kommen wir die Bayern über die linke Seite mit Tammy Abraham. Aber nochmal abgewehrt, jawohl, und dann hat Spence den Ball so und jetzt hier vielleicht den Konter ziehen. Ja, da ist die Seite etwas offen, jawohl, das sieht gut aus. Jetzt muss er in der Mitte halt aber sich auch noch einer freilaufen. Jetzt kommt ja der Ball erstmal in die Mitte auf Busch und der will dann da noch ablegen und dann kommt der Ball leider nicht durch. Und jetzt hier der lange Ball auf Busch. Der kommt sogar an, ist dann schneller als Delikt. Sieht um Burkan und der mit dem 1 zu 0 für uns. Nach 23 Minuten gehen wir in Führung gegen die Bayern. Ja, es hat sich angedeutet, wir eigentlich die bessere Mannschaft bis jetzt sind die Einzigen, die was hier ein bisschen nach vorne kommen zu Chancen. Und jetzt nutzen wir das auch und machen hier das 1 zu 0. Busch zu schnell für Matthijs de Ligt. Und dann, ja, Burkhardt frei durch. Und dann, ja, Nübel springt nicht mal mehr. Der Ball geht ins Kreuzeck und schon sind wir hier 1-0 in Führung. Das ist auch schon mal ein richtig guter Start für uns. Und jetzt kommen hier die Bayern wieder mit Danjuma, aber ja, dann hatten wir da fast immer. Jetzt kommt der Ball in die Mitte und dann der Doppelpass und dann machen die das 1 zu 1. Oh Mann, da habt ihr das eigentlich ganz gut verteidigt, aber dann, ja, da hatten wir einmal fast schon den Ball und dann, ja, spielen sich den Ball frei durch. Da steht der aber auch vollkommen frei, der Spieler, und dann machen die hier das 1 zu 1. Und ja, damit jetzt hier wieder alles offen. So, gibt jetzt kurz vor der Pause einen Eckball für die Bayern. Ball kommt rein, oh, geklärt, aber wieder nur zum Bayern-Spieler. Nee, da, oh, war fast Burkhardt am Ball, aber dann am Ende kommen jetzt die Bayern doch wieder in Ballbesitz. Jetzt bringen die den Ball hier durch auf Lindström. Ach komm, da hatten wir den Ball doch schon fast. Da kommt der Ball durch auf Kimmich, der was dann das 2-1 macht. Boah, ey, das gibt's doch nicht. Da hatten wir fast schon den Ball. Da müssen die schneller einfach hin zum Ball und dann kommt der Pass da gar nicht erst durch. Aber nein, Kimmich so mit dem 2 zu 1 kurz vor der Pause. Und ja, jetzt ist Pause. Damit gehen wir mit dem 2 zu 1 Rückstand leider in die Pause. Also, das war halt wirklich vermeidbar gewesen. Also, wir hätten hier definitiv zumindest das Unentschieden in die Pause retten können. Und ja, mal gucken, ob wir jetzt hier im zweiten Durchgang noch ein Tor machen und vielleicht, dass wir sogar dann noch gewinnen können. So, jetzt wir hier über die linke Seite mit Kerkisch. Ball in die Mitte auf Burkhardt und der mit dem 2 zu 2. Doppelpack Burkhardt, 51. Minute, 2 zu 2. Damit gleichen wir hier aus und sind wieder dran. Hier Kerkisch, viel zu viel Platz zum Flanken und dann, ja, Burkhardt am langen Pfosten, gewinnt er das Kopfballduell und Nübel hat keine Chance mehr und schon steht das hier wieder unentschieden. Und ja, mal gucken, vielleicht ist jetzt hier sogar noch mehr drin. Also die nächste Chance für uns mit Spence. Der wieder in die Mitte zu Burkhardt, aber der kommt da nicht vernünftig ran zum Kopfball. Boah, wenn der jetzt hier sein Hattrick gemacht hätte, das wäre einfach zu krass gewesen, wenn der jetzt hier Bayern im Alleingang aus dem Pokal schießt. So, jetzt die nächste Chance für uns mit Busch. Der sieht da oben Herrera und der mit dem 3 zu 2 in der 69. Minute. Herrera mit dem Tor, ja, zum ersten Mal heute an dem Tag nicht Burkhardt, er trifft. Da steht Busch viel zu frei, aber Herrera auch viel zu frei. Und dann ist das lange Eck offen. Nübel kommt nicht mehr ran. Und damit drehen wir jetzt hier das Spiel zum 3 zu 2 und sind jetzt vorne. Also, ja, wir sind jetzt hier kurz davor, die Bayern aus dem Pokal zu werfen. Die sind zwar noch 20 Minuten, aber wenn wir so weitermachen, dann ist das auf jeden Fall gut, aber wir sollten hier jetzt nicht übermütig werden und vernünftige Pässe weiterhin noch spielen. Jetzt kommen hier die Bayern nochmal über die linke Seite mit Malassia nochmal abgelegt. Dann kommt der dann nochmal in die Mitte zu Goretzka und der macht jetzt hier das 3 zu 3 kurz vor Schluss. Ach komm schon, da waren wir ja schon fast durch und dann kommen die 2 Minuten vor Schluss doch nochmal ran und machen hier das Tor.
Och Mann, aber ich hab's mir schon fast gedacht, dass die jetzt noch treffen, als die nach vorne gekommen sind. Hier, Malassia ja viel zu viel Platz. Da steht er im Rückraum drei Bayern-Spieler vollkommen frei. Da wäre es egal gewesen, wen er anspielt. Die wären alle frei gewesen und Goretzka jetzt hier mit dem Tor. Damit ja, sieht das hier vielleicht sogar stark nach Verlängerung aus. Und ja, jetzt ist es aus. Jetzt sind die 90 Minuten vorbei. Es geht hier tatsächlich in die Verlängerung rein. Und ja, mal gucken, was das jetzt hier in der Verlängerung noch gibt. 3-3. Die Spieler sehen von der Fitness her noch ganz gut aus. Vor allem unsere Stürmer, die haben noch sehr viel Power. Das könnte hoffentlich ein Vorteil für uns sein. Aber ja, bei Bayern, die Spieler, wenn man jetzt sieht, ein bisschen erschöpfter. Als wir jetzt nicht stark, aber zumindest ein bisschen erschöpfter. So, gibt es hier eine Ecke für die Bayern. In der ersten Halbzeit der Verlängerung nicht allzu viel passiert. Und dann drückt ihr ein, dass Costa rauskommt und der bleibt dann da aber stehen. Zum Glück ist da nichts passiert. Gibt jetzt die nächste Ecke für die Bayern. Diesmal kurz ausgeführt und dann haben wir den Ball mit Hansen. So, und jetzt hier vielleicht den Konter ziehen. So, der Ball kommt da an Licht durch. Oh, was war das denn bitte schön für ein schlechter Pass? Wenn der durchkommt, ist der Burkhardt vollkommen frei durch. So, jetzt Bayern hier nochmal kurz vor Schluss. Oh, und dann ist da Costa zum Glück, der diesen Schuss parieren kann. Boah, jetzt hätten wir beinahe das 3 zu 4 kassiert, kurz vor der Pause in der Verlängerung. Und ja, mal gucken, wie es jetzt in den letzten 15 Minuten noch läuft. So, und jetzt. Oh, Kerkisch holt sich da den Ball, legt ab und dann ist es das 4 zu 3. Busch in der 108. Minute mit dem 4 zu 3. Kerkisch holt sich da im Strafraum den Ball und spielt dann auf Busch, der was dann das Tor macht. Unglaublich. Boah, ey, das war jetzt wirklich ein bisschen unerwartet. Hätte nie gedacht, dass die Bayern da den Ball verlieren im Strafraum. Hier, da hat er den und dann verliert er den an Kerkisch und dann der Busch viel zu frei und dann ist die Ecke auch offen. Nübel kommt nicht mehr ran und schon sind wir hier 4 zu 3 vorne. Und ja, jetzt mal gucken, ob wir das jetzt halten können oder ob die hier nochmal rankommen in den letzten knapp 10 Minuten. Jetzt kommen die beiden hier nochmal mit Keane, der legt nochmal ab auf Abraham, der nochmal in die Mitte. Ach komm, und da steht doch eigentlich ein Spieler direkt bei Abraham, wieso kann er den Ball nicht abfangen? Gibt hier jetzt hier zum Glück aber nur Ecke. Sind noch etwas mehr als 5 Minuten. Ball kommt rein und rausgeklärt. Und zu einem unserer Spieler, der verliert dann aber leider dann den Ball. Jetzt hier aufpassen, Ball kommt durch, aber Hansen ist da, verliert den Ball dann und dann machen die hier das 4 zu 4. Philippe Coutinho spielt mittlerweile wieder in München. Und macht jetzt hier den erneuten Ausgleich. Das gibt's doch nicht. Da hatten wir den Ball dann schon, da verlieren wir ihn wieder. Und dann, ja, Coutinho nimmt den Ball und haut den rein zum 4 zu 4. 3 Minuten vor Schluss. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommen die hier zum zweiten Mal ein paar Minuten vor Schluss hier wieder ran und machen den Ausgleich. Genau wie in den ersten 90 Minuten schon. Jetzt kommen die Bayern hier nochmal. Jetzt hier bloß nicht noch das Gegentor kassieren. Abraham, aber dann hat Inacio den Ball. Jetzt hier weg mit dem Ball. Das sollte es jetzt eigentlich auch gewesen sein. Jawohl, damit geht es jetzt hier ins Elfmeterschießen rein. Oh Mann, 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 Mann. Ja, war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Bayern mit mehr erwarteten Toren, aber auch deutlich mehr Chancen. Also wir schon die etwas besseren Chancen, wenn wir dann vor dem Tor waren. Und ja, jetzt geht's hier rein ins Elfmeterschießen. Ja, wie man Elfmeter schießt, weiß ich. Danke, Spiel. So, der erste, der Antritt ist Burkhardt. Der war sogar gut. Und dann, oh, hat Nübel leider den Ball. Jetzt Abraham und den hat Costa auch. Jetzt der nächste, der schießt, ist Busch und der macht den rein zum 1-0. Wichtig. So, jetzt tritt Leroy Sané an selbes Eck. Wieder ist Costa da. Jetzt Herrera, der nächste, der antritt. Und, oh, den hat Nübel leider. Jetzt Coutinho, der was schon den Ausgleich gemacht hat. Oh, wieder dasselbe Eck. Ich dachte, der geht diesmal in ein anderes Eck rein. Damit jetzt hier leider der Ausgleich für die Bayern. Aber, oh, Schmidt, da kommt dann Nübel doch noch ran. Ich dachte schon, der wäre drin jetzt. Keane, oh, wieder dasselbe Eck, damit Bayern jetzt in Führung. Jetzt müssen wir treffen durch Hansen.
Hansen ins Eck, den hat Nübel nicht, damit jetzt hier der Ausgleich jetzt. Goretzka tritt an und dieses Mal spießt er natürlich ins andere Eck und ich hab nicht und Bayern damit jetzt hier mit dem 3:2 und Bayern weiter. Och komm schon, das war so bitter. Zweimal gleichen die hier kurz vor Ende aus und dann jetzt im Elfmeterschießen gewinnen die knapp mit 3:2. Och man, ey, das gibt's doch nicht. Das ist halt wirklich mega, mega unlucky, wie das hier gelaufen ist. Und ja, damit scheiden wir leider im Pokal aus nach Elfmeterschießen gegen Bayern, nachdem wir einen richtig, richtig guten Kampf geliefert haben. So, und jetzt sind wir wieder bei einem Bayern-Spiel angekommen. Und ja, hier darf jetzt auch wieder die erste Elf spielen, auch wenn die ein bisschen müde sind. Aber ich möchte einfach mal schauen, wie es in der Simulation mit der besten Elf gegen Bayern läuft. Wir spielen unentschieden, ja. Genauso ausgeglichenes Spiel wie auch beim Selbstspielen. So, jetzt kommen wir zum ersten von zwei simulierten Spielen in dieser Folge gegen den VfL Bochum. Danach steht noch das Spiel gegen Augsburg an, was wir auch simulieren werden. Ja, es wird eigentlich die erste Elf spielen, außer Fernandes, der da frei für Herrera, weil Herrera schon echt extrem erschöpft war. Und es wird ein 3:1 Sieg. Wichtig, wer trifft? Schmidt, Burkhardt und, Doppelpack Schmidt. Und jetzt habe ich den wegen Fitness rausrotiert und schon beschwert er sich, er muss öfter spielen. Ja, ich wusste doch, dem wichtig zu geben als Rolle wird im Laufe der Saison noch Probleme bringen. So, und jetzt wir einkommen beim Spiel gegen den FC Augsburg. Da werden wir ein bisschen rotieren, weil das nächste Spiel gegen Borussia Dortmund ist. Da bräuchte ich dann schon die beste Elf. Deswegen darf Ingwersen für Busch spielen, Appelkamp für Schmidt und Tower und Rolt dürfen in der Innenverteidigung ran. Es sollte aber trotzdem eigentlich ein Sieg werden. Nein, wir spielen nur unentschieden, waren aber schon die deutlich bessere Mannschaft. Ja, also schon ein bisschen unglücklich, dass wir das hier nicht gewonnen haben, aber naja, besser als verlieren. So, und jetzt wir einkommen beim Spiel gegen Borussia Dortmund, das wir jetzt gleich selbst spielen werden. Und man sieht schon, wir könnten mit einem Sieg die Dortmunder überholen und auch die Bayern. Die haben nämlich schon ein Spiel mehr als wir. Also die haben ihr Spiel schon gespielt am 13. Spieltag. Also ein Sieg wäre verdammt, verdammt wichtig, wenn wir das gewinnen könnten. Und ja, die Mannschaft sieht ausgeruht und fit aus. Und ja, jetzt geht's rein gegen Borussia Dortmund und mal gucken, wie wir uns jetzt gegen die zweite Top-Mannschaft in dieser Folge schlagen können. So, und da sind wir auch schon. Genau wie gegen Bayern dürfen, im Pokal dürfen wir jetzt hier auch wieder zu Hause spielen gegen Borussia Dortmund in der Liga. Und ja, wie gesagt, mal gucken, wie das läuft gegen die. So, jetzt wie hier über die rechte Seite mit Spence. Oh, der kommt dann auch nicht an Gvardiol vorbei. Gut, das ist auch klar, dass der verdammt schnell ist. Jetzt hier der Ball in die Mitte und dann ist das 1:0. Da lobe ich Gvardiol erst und dann ja, lässt er sich den Ball da abnehmen von Spence und Burkhardt mit dem 1:0. Also heute die Verteidiger nicht ganz auf der Höhe. Im Pokal ging Bayern ja auch Kerkisch mit dem Ball gewinnen. Jetzt hier Spence. Und ja, Burkhardt vollendet dann zum 1:0 nach knapp 7 Minuten. Ja, das ist doch schon mal ein guter Start hier für uns. Und jetzt hier Burkhardt auf dem Weg nach vorne. Kommt da am Verteidiger problemlos vorbei. Da muss dann aber auch mehr in der Mitte sein, was er anspielen kann. Ja, da kommen wir nicht ran und dann ja, können wir auch das Kopfballduell vorm Strafraum leider nicht gewinnen. Und das gibt's nicht. Das kannst du doch keinem erzählen. Da drücke ich Viereck, um den Ball zu klären. Und dann schießt er natürlich genau den Gegenspieler an. Und der Ball geht dann auch noch rein. Boah, ey, da drücke ich Viereck, um den Ball zu klären. Und dann ja, schießt er natürlich genau Gedesch an. Och, komm schon. Wie viel Pech kann man denn eigentlich haben in dieser Folge? Mann, ey, das gibt's doch nicht. Und jetzt die Dortmunder mit dem 2:1. Oh Mann, da landet der Abpraller dann natürlich auch wieder bei Gedesch natürlich. Und der dann mit dem Tor. Hier erst der Schuss. Ja, oder hier der Pass dann. Erst der Schuss, der was da von uns noch ein bisschen geblockt wird. Da kommt er aber direkt nochmal ran. Und dann kann er auf Gedesch ablegen. Und dann, ja, Costa da sieht auch unglücklich aus, wie er da hinspringt. Damit drehen Dortmunder jetzt das Spiel auf 2:1. So gibt es kurz vor der Pause nochmal
einen Eckball für Dortmund geklärt, oh, aber dann kommt der Busch nicht wirklich gut zum Kopfball. Oh, aber den Pass hat Burkhardt dann und der wird dann da gelegt. Das wäre halt auch der Konter gewesen. Also da kann man auch schon mal gelb zeigen. Also sorry, aber der wäre, er hätte gute Chancen gehabt, da Richtung Tor zu laufen. Also da hätte man jetzt auch mal die gelbe Karte zeigen können. Schauen, kommen wir jetzt hier aber vielleicht doch noch mal ran. Oh, da kommt der Pass leider nicht durch. Und jetzt ist Pause. Ja, dann gehen wir hier mit dem 2 zu 1 Rückstand in die Pause. Genau wie gegen Bayern. Wir in Führung und dann, ja, machen die Dortmunder hier, ja, den, also drehen die hier das Spiel und machen sie 2 Tore. Und ja, jetzt mal gucken, wie das hier im zweiten Durchgang weitergeht. Vielleicht können wir hier gegen Bayern auch wieder das Spiel drehen. So, jetzt hier die nächste Chance für uns. Kerkisch, der sieht da oben einen vollkommen freien Busch und der mit dem 2 zu 2. Oh, damit sind wir jetzt hier wieder dran. 65. Minute, Busch mit dem Ausgleich. Boah, ey, ganz, ganz wichtig. Hier Kerkisch viel zu viel Platz wieder, dass sie dem immer so viel Platz geben. Und ja, dann verschätzt sich da wirklich. Ich glaube, Gvardiol müsste das sogar gewesen sein, der was da nicht gut zum Kopfball hinkommt. Und ja, Busch dann mit dem Ausgleich. Und das gibt es jetzt hier Dortmund mit dem 3 zu 2. Nur Minuten, nachdem wir wieder ausgeglichen haben, kann Kunja jetzt hier die Dortmunder wieder in Führung bringen. Da hat der schon wieder viel zu viel Platz und dann, ja, kommt der Schuss von Kunja eigentlich meiner Meinung nach sogar sehr zentral auf Costa, aber der kann da trotzdem nichts machen. Und damit Dortmund jetzt hier wieder vorne. So, Schmidt hier mit dem langen Ball über die Verteidigung hin zu Busch und der trifft nicht. Ja, der hat auch zu lange gebraucht, um da irgendwas zu machen. Er hätte viel früher schießen müssen. Oh, Mann, Mann, Mann. Das wäre jetzt die perfekte Chance gewesen, um hier wieder auszugleichen. So, gibt es hier einen Eckball für Dortmund in der 64. Minute. Ball kommt rein. Oh, aufpassen. Aber zum Glück hat Costa den Ball. Oh, und dann müssten wir eigentlich das Kopfballduell gewinnen. So, jetzt Spence haut den Ball weg. Der kommt sogar fast schon zu einem unserer Spieler an. Aber die Dortmunder bringen den Ball wieder zurück. Oh. Und Duarte rettet da zum Glück, weil Spence da hinten liegt und das Abseits aufhebt, wäre der komplett frei durch gewesen, wenn der Pass angekommen wäre. Und jetzt ist das Spiel aus. Ja, dann verlieren wir 3 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Wirklich mega, mega unglücklich einfach bloß. Also, das ist halt wirklich, ja, mega, mega unlucky. Die hatten mit 12 Schüssen gerade so 3 erwartete Tore. Also, die hatten pro Schuss 0,3 erwartete Tore. Unsere Chancen hatten pro Schuss 0,6 erwartete Tore. Und ja, am Ende macht es halt einfach die Summe der Schüsse aus und Dortmund dann mit ja, mehr Toren. Und auch dieses eine Tor von Gedesch, wo da, ich weiß nicht, ich glaube Spence oder so, den Ding hier, den die Flanke eigentlich bloß klären will. Hier, wo der geklärt wird und dann. Oh, da kommt er halt Costa auch wirklich so gerade so nicht mehr ran. Das war auch wirklich so mega, mega unlucky einfach bloß. Also, ja, das ist halt wirklich mega, mega unglücklich gewesen, sowas. Und ja, damit Dortmund jetzt leider haben die das gewonnen. So, hier steht noch das letzte Spiel der Folge an. Es geht gegen Freiburg. Da werden wir die Höhepunkte spielen. Und ja, mal gucken, ob wir hier jetzt den ersten Sieg in einem selbstgespielten Spiel diese Folge holen können. So, und da sind wir auch schon. Auswärts spielen wir das erste, ja, selbstgespielte Spiel, was wir nicht zu Hause spielen, diese Folge. Ja, wir eigentlich schon eine etwas bessere Mannschaft. Also ich denke mal schon, dass wir eigentlich das hier gewinnen könnten. Jetzt hier erstmal die Chance für die Freiburger, um Gottes Willen, aber es war doch Abseits, oder? Es kann nicht sein, dass das kein Abseits gewesen war. Und dann, oh, ist da zum Glück Inacio, der das rettet. Jetzt gibt es hier einen Freistoß, aber Freistöße sind halt auch so eine Sache, die, ja, das ist jetzt nicht was, wo man locker ein Tor macht. So, und dann, ja, habe ich natürlich genau mir schon gedacht, dass der Typ da keinen Meter zu unserem Spieler hinkommt und wir dann den Ball verlieren. Jetzt wieder eine Chance für Freiburg. Jetzt hier auch wieder so ein langer Ball. Wie kann das denn sein, dass das kein Abseits ist? Also, sorry, aber wie soll man das auch noch verteidigen können? Also, ich weiß echt nicht, wie man das verteidigen soll, wenn der Spieler da klar im Abseits steht und man da einfach nicht rankommt. Jetzt hier eine Chance für uns. Da könnten wir jetzt sogar Burkhardt
ganz gut schicken, ja, oder Bush, mir egal, Hauptsache einen von beiden. Bush mitnicht mit dem Ausgleich, Rossi mit der Parade. Jetzt eine Ecke für die Freiburger. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Die führen den anscheinend wieder kurz aus. Ja, dann haben wir den Ball. Jawohl. Oh, jetzt gibt es hier einen Elfmeter für uns. Elfmeter haben wir genug geschossen in dieser Folge bereits. Jetzt kann hier Burkhardt aber ausgleichen. So, Burkhardt. Und der ins Kreuzeck rein zum 1 zu 1. Ich dachte schon, der geht drüber oder an die Latte. Aber nein, der war gut. Und Burkhardt mit dem Ausgleich in der 62. Minute. Jetzt gibt es hier einen Eckball für uns, 76. Minute. So, den wollen wir natürlich auch kurz ausführen. So, kommt da irgendwer? Jawohl. So, Schmidt, Ball in die Mitte an langen Pfosten. Da kommen wir erst nicht ran. Dann nochmal, nee, da kommen wir auch nicht ran. Und dann haben die Freiburger den Ball jetzt hier noch ein Konter für die Freiburger. Den müssen wir jetzt irgendwie klären. So, da sollten wir dann eigentlich rankommen. Nein, Ünal ist viel zu schnell für unsere Spieler. Da kommen wir nicht ran. Und dann waren wir da fast dran. Und er schießt trotzdem und macht hier das 2 zu 1. Boah, ey, das kann's doch nicht sein. Wie schnell ist der denn auch bitte? Da hatte keiner unserer Verteidiger die Chance, da noch ranzukommen. Ja, und jetzt ist das Spiel aus. Dann verlieren wir 2-1. Durch zwei Tore, wo wir nichts machen konnten. Da rennt er einfach frei aufs Tor zu und wir kommen einfach nicht hinterher. Also, wie man das verteidigen soll, keine Ahnung. Und die Chancen, die wir hatten, waren auch absoluter Müll. Und ja, damit jetzt hier die nächste Niederlage für uns. Ja, wow, der Typ hat bei Antritt und Sprinttempo einfach mal unter 80 und wir sind einfach nicht hinterhergekommen mit dem. Also, wow. Das zeigt halt einfach, dass auf Ultimativ ja irgendwie die normalen Regeln nicht gelten. Das kann doch nicht sein, dass ein Spieler, der nicht mal 80 Tempo hat, der hat bei Athletik hat der irgendwas zwischen 75 und 79 und das kann es doch nicht sein, dass wir bei dem nicht hinterherkommen mit unseren Verteidigern. Weil wenn man mal schaut, hier, Inacio, der hat 88 Tempo und der ist nicht hinter einem Spieler hinterhergekommen, der 10 Tempo weniger hat. Selbst die anderen haben etwas mehr Tempo als der und der Ünal ist den ja weggerannt. Also, ja, muss man einfach nicht verstehen, wie der das machen konnte. So, und jetzt sind wir auch schon angekommen beim Ende der Folge. Ja, zu Beginn der nächsten Folge geht es gegen Hoffenheim. Man sieht schon, die sind Vierter im Moment. Auch schon ein gutes Stück weg von uns. Also, ein Sieg wird verdammt, verdammt wichtig sein. Und danach spielen wir auch gegen Hoffenheim. Ich glaube, das ist sogar nicht gegen Hoffenheim, gegen Stuttgart. Das ist das Spiel unter der Woche. Das werden wir auch selbst spielen. Die sind auch einen Platz vor uns. Und dann werden wir vermutlich, ja, weiß ich noch nicht, wo die Folge beenden. Ich weiß nicht, ob wir das Frankfurt-Spiel selbst spielen oder ob wir das, ja, dann könnten wir eigentlich Highlights spielen und dass wir dann vor dem Leipzig-Spiel die Folge beenden. Das klingt doch nach einem Plan. Ja, dann gibt es 5 Spiele in der nächsten Folge. Das klingt doch gut. Und ja, das war es eigentlich auch schon hier von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in 3 Tagen nach am zweiten Weihnachtsfeiertag müsste die nächste Folge kommen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.